es gibt nicht so viele Möglichkeiten für jemanden, der sich mit forensischer DNA-Analyse beschäftigt, angestellt zu werden. Und wenn man den Sechser im Lotto zieht, dann kann man auch in einem Landeskriminalamt anfangen. Ich heiße Kathi Kunze, ich bin Biologin und leite den Bereich für Serologie und DNA-Analysen im LKA NRW in Düsseldorf. Seit meinem Anfang hier im LKA hat sich unheimlich viel geändert. Wir haben hier mit 10 Mann gearbeitet, alles noch per Hand und auch wirklich nur bei so ganz ausgesuchten, besonders schlimmen Verbrechen. Und jetzt so im Laufe der Zeit, wir sind inzwischen in meinem Bereich 85 Mitarbeiter und von Handarbeit ist da nicht mehr viel zu sehen. Wir haben ganz viel Unterstützung durch Pipettierroboter und Automatisierung. Unser Untersuchungsmaterial wird hier angeliefert ins LKA. Das können Zigarettenkippen sein vom Tatort, das können Unterhosen sein, Messer, Waffen, alles Mögliche. Dann zu jedem Beweismittel bekommen wir oder zu jedem Vorgang einen Untersuchungsantrag, in dem kurz geschildert ist, um was für ein Delikt es geht, was passiert ist und was die Fragestellung an uns ist. Wenn so ein Untersuchungsantrag bei uns im Dezernat ankommt, werden diese Untersuchungsanträge den Sachverständigen zugeteilt. Das sind alles promovierte Biologen. Die prüfen den Antrag, planen die Strategie, die Untersuchungsstrategie und besprechen das mit ihren technischen Assistenten, die dann im Labor die Untersuchungen durchführen, das heißt die Spuren suchen und charakterisieren und auswerten. Und wenn die Laborarbeit abgeschlossen ist, kommt die gesamte Ergebniszusammenfassung zum Sachverständigen. Der verfasst dann sein Gutachten und vertritt es vor Gericht bei Bedarf. Wir arbeiten hier unheimlich viele Fälle, wo viele standardisiert sind und einem auch nicht nahe gehen. Aber es gibt doch immer mal wieder so den einen oder anderen Fall, der einen dann doch noch ein bisschen belastet und hinterherläuft. Bei uns und anderen dem Innenministerium angegliederten Behörden, sogenannte soziale Ansprechpartner. Das sind Kollegen innerhalb der Kollegenschaft, die eine spezielle Ausbildung haben und sich für alle möglichen Sorgen und Nöte der Kollegen einsetzen und auch immer ansprechbar sind. Was sicherlich besonders ist, wenn man hier anfängt zu arbeiten, ist erstmal die Menge der Kollegen, die aber alle am gleichen Ziel arbeiten. Man hat super Möglichkeiten von der Ausstattung, von den Kollegen und muss sich auch immer bewusst sein, das, was man macht, das ergibt ja auch Sinn. Viele Wege. Ein Ziel. Polizei NRW.